Nur 11? Woran liegt's denn am Fleisch? Ja, am Fleisch. Dann muss ich halt noch ein bisschen Fleisch kaufen von, kaufen ja, holen von drüben. Morgen wird ein großer Verkaufstag. Wie gesagt, ich muss halt wirklich pünktlich, ich muss diesmal wirklich pünktlich beenden, weil ich kriege heute meine zweite Corona-Impfung. Und ich muss noch vorher was holen. Und ich hoffe, dass ich nicht wie beim letzten Mal darauf reagiere. Beim letzten Mal hatte ich so keine Reaktion. Mein Hauptproblem war, ich bin ins Bett gegangen und bin nach 2 Stunden aufgewacht und war wach, aber müde. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Das habe ich dann natürlich auf Arbeit gemerkt. Auf Arbeit bin ich dann während der Arbeitszeit tatsächlich kurz eingepennt. Das war mir äußerst unangenehm, auch wenn es keiner mitgekriegt hat. Aber trotzdem. Solche Sachen müssen ja nicht sein. Warum bin ich denn so schön? 19 Kilo allein an Schalen, okay. Nur noch 34 Kilo. Was wiegt denn hier so viel? 50 Kilo Kohl vielleicht. Das ist ja der 50. Sind es ja 50 Kilo Kohl, die so schwer sind. Ich werde es nie erfahren. Fleisch. Eier. Bienenwaben. Oh, Kohl ist gut. Noch kurz was trinken. Wisst ihr, ich mag das überhaupt nicht, wenn man dieses permanente, diese Schwüle hat. Da bin ich gar kein Freund davon. Sag mal, ich hab doch eigentlich die Fischerhütte in Gebrauch. Ach, verdammt, ich brauchte noch ein Messer. Scheiße, das war's, was ich eigentlich die ganze Zeit machen wollte. Ich erinnere mich. Ich wollte ein Messer machen, damit der auch mal arbeiten kann, damit ich das Fischfilet wenigstens verkaufen kann. Richtig, dann kann der auch endlich mal ein bisschen was mit seinen Fischen machen. Das wäre sehr praktisch. Weil dann bringt er nämlich auch Geld rein. Jetzt erinnere ich mich tatsächlich. Gib ihm einfach mal das hier. Weil ich das Gute. Hihihi. Warum? Weil ich hier der große Zampano bin. So, das hier hätte ich gern. Ah, ich habe glaube ich keine Metflaschen mehr, oder? Nö, sieht schlecht aus. Auch nur ein Dekoobjekt. Habe ich auch Vergiftungswert? Nee. Nur 12? Für mehr reicht das nicht. Oh, wir haben viel zu wenig Fleisch. Diese Suppen brauchen einfach viel zu viel. Oder die machen einfach viel zu viel draus. Naja, noch geht der Kohl ein bisschen. Er wird noch ein bisschen halten. Aber ich vermisse jetzt schon die Zeiten, in denen ich
Fladenbrot für 20 Münzen kaufen konnte und dann einfach Bären. Hier, 20 Bären, gib mir ein Fladenbrot. Okay. Das Fladenbrot einfach so dieses Imba-Ding war, was wirklich alles gemacht hat. Es hat dich satt gemacht, es hat dich geheilt. Es war billig. Das war schön. Das war das perfekte Essen anfangs. Eigentlich, wenn du als Vegetarier anfängst, hast du nur die Möglichkeit, vor allem von Bären zu leben, glaube ich. Was ich aber gut finde, ist, dass wirklich Gewicht verloren geht jetzt und nicht dazukommt. Also es wird ganz wenig, es wird ein bisschen weniger, wenn ich das Sachen, wenn ich die Sachen hier verarbeite. So, dann können die Schalen weg. Euch brauche ich leider auch nicht. Ich könnte noch Rührei mit Pilzen gehen noch. Juhu, deswegen ist was wert. Lecker und was wert. Gute Kombi. Ich habe echt gedacht, die Tonschalen kann man auch verwenden und die halten einfach länger. Naja. Erstmal noch ein Fladenbrot. Erstmal frühstücken. Produziert der jetzt eigentlich? Das will ich jetzt mal wissen. Kein Werkzeug? Wie ist denn kein. Ein Angelspeer? Wo kriege ich denn einen Angelspeer her? Okay, dann muss ich nochmal gucken. Ich habe gedacht, da brauchen. Okay. Das will ich jetzt wissen. Ich will, dass der Typ arbeitet. Vielleicht auch Stein. Rundholz, da brauche ich einen Leinenfaden. Und aus Holz. Leinfaden müsste ich aber noch haben. So, Holz und Stein, dann kriegt er halt Stein-Dinge. Hier gleich zwei. Ich hoffe, dann klappt es endlich. Wofür braucht man die Sichel? Weiß ich noch nicht, aber ich werde es wahrscheinlich bald rausfinden. Wahrscheinlich, um Bohnen zu schneiden. Jetzt hoffe ich doch, dass es jetzt endlich funktioniert. Hier. So. Management. Fischhütte. Messer, Angelspeer und Überleben. Produzierst du jetzt? Freizeit? Was heißt denn hier Freizeit? Keine Ressourcen und wenn ich dann. Okay, mach's mal so. Vielleicht kommen die Ressourcen auch dadurch. Wie soll ich denn an Hecht rankommen? Keine Ahnung. Den kann ich höchstens selber da einlegen, da kann ich ihn aber auch selber verarbeiten. Dann ist das ganze System nämlich sonst irgendwie sinnlos. Oh nein. Ah, habe ich schon geerdet. Gut. Gott sei Dank. Ich kann einfach an bestimmten Sachen nicht vorbei. Tut mir leid.
Komisch, dass es keinen eisernen Angelspeer gibt. Produzierst du jetzt? Was heißt denn hier Freizeit? Was für ein Spaß arbeitet denn da? 3. Stimmung 35%. Oh, bist du Starbolat? Ja. Und ehrlich gesagt, ich brauche leider Dünger von dir. Wieso ist das so teuer, verdammt? Ich überlege gerade, ob ich vielleicht doch erstmal. Da gibt mir auch die 220 dafür. Das ist cool. Das ist richtig gut. So, 95 ist auch noch nicht schlecht. Ach, nicht genug Münzen, okay. Ich frage mich nur, was ich jetzt anbauen sollte als erstes. Also es. Ich hole mal 2 davon. 2 davon. Apfel, Birne, Kirsche. Und Pflaume. Fehlt mir an Geld, genau. Ist auch ein guter Tausch, oder? 87, das ist ein Witz. Das ist auch ein Arsch. Und Hopfen. Da bin ich blank. Komm, Hopfen brauche ich jetzt nicht so viel. Ja, jetzt bin ich ziemlich blank. Gib mir noch den Rest, ein bisschen Dünger. Was kostet denn Dung? Dung kostet gerade mal die Hälfte. Gib mir ein bisschen Dung. Kann ich noch 22 Kilo tragen? Ja, kann ich. Dann verarbeite ich das nämlich lieber selber. Das dauert eh noch eine Sekunde, da spare ich unglaublich viel. Das Holz kommt leider nicht mehr dahin. Schade. Vielleicht war das auch einfach nur für die eigene Quest ursprünglich gedacht, dieses Holz. Und sollte danach eigentlich verschwinden. Oder es ist allgemein weg. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht immer von vorne anfange. Ich bin ja auch kein Freund davon, wenn du das Spiel immer wieder von vorne anfängst. Das ist auch so ein Störfaktor an 7 Days to Die gewesen. Ich meine, die programmieren jetzt schon seit 8 Jahren, seit das Spiel rausgekommen ist, an einem Spiel. Wo laufe ich denn lang? Oh, hier. Wir arbeiten seit 8 Jahren an dem Spiel und ich habe nicht das Gefühl, dass es groß vorwärts kommt. Hör doch mal auf, ständig Freizeit zu haben, du Arsch. Der produziert nichts. Wozu habe ich die? Wie spät haben wir es denn? Okay, 7:47 Uhr. Könnte sein, dass da noch Freizeit ist. Aber trotzdem, hör doch mal auf damit. Hör auf, Freizeit zu haben. Oh, 44 ist schnell erledigt. Aber ich brauche unglaublich viel Dünger einfach. Auch das hier ist so eine Arbeit, die wirklich jemand einfach so mal nebenbei erledigen kann. Wie gesagt, ein Zweitspieler wäre perfekt. Ich glaube, das ganze Dorf voll mit Spielern wäre schlecht. Weil dann gäbe es vielleicht auch nicht genug zu tun. Würden einfach nur hier die ganzen. Wir würden wahrscheinlich alles voll mit Feldern haben. Und ja. Okay, das stimmt wenigstens. Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Ah, okay, so läuft das. Muss einfach nur den Trog immer wieder auffüllen. Ja, ich muss wirklich mal eine Kuh finden.
Also geerntet wurde schon mal alles. Ich will dann gleich mal was schauen. Okay, gerade wird nur Kohl angebaut. Sommer zum Herbst, okay, und rote Beete. Frühling zum Herbst, ich verstehe. Hopfen, Pirsch, okay, dann hätten wir auch alles. Ich hoffe, ihr macht ja auch mal was. Okay, Dünger ist ausgebracht. Dann wäre es doch mal gut, wenn ihr hier weitermachen würdet. Ah, ihr bringt Weizen aus. Vielleicht muss ich euch doch nochmal helfen. Wie läuft denn das ab? Ah, eine Birne. Management. Coole Sache. Fun Fact über Pflaumen. Pflaumen wachsen überall auf der Erde. Außer auf jedem Kontinent der Erde, außer auf der Antarktis. Okay, die brauchen definitiv viel Platz. Machen wir hier die Kirschen hin. Oh, ich habe gestern Kirschholz zersägt. Wir haben kein Tierfutter. Das ist ein Problem. Ein großes Problem sogar. Hopfen würde ich tatsächlich ganz runter machen. Ja, wie Hopfen halt. Ich muss ein bisschen Tierfutter machen. Ah, geht doch. Gesalztes Fischfilet? Nee, am Arsch. Immerhin. Keine Ahnung, wie er an die rankommt. So. Circa 4 die Stunde. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Tierfutter machen. Dafür brauche ich auch das eine oder andere. Ich hoffe, ich brauche keine Sichel, wenn ich im Mond ernten will. So, Tierfutter. Das heißt Stroh. Und Weizen. Habe ich denn noch Weizen? Weizen habe ich auf jeden Fall. Machen wir schnell das Tierfutter. Oder ich streche einfach mal kurz was. Und ich glaube, ich muss auch was auf den Feldern machen. Ich muss den Kohl ausbringen. Weil ich glaube, die machen das nicht. Ja, meine Zeit läuft auch ab hier, die ich aufnehmen kann. Und ich glaube, das Tierfutter war sehr, sehr teuer. Ich glaube, man brauchte 10-mal Weizenkorn und 10-mal Stroh. Von daher, Tiere sind nicht billig. Ach du Scheiße. Haferrocken und Futter. Ich hätte gedacht, ich brauche Weizen. Früher war es doch Weizen. Warum brauchen die Tiere überhaupt Futter? Es ist Sommer, die sollen rausgehen, die sollen Gras fressen. Okay, bis auf Schweine. Hühner picken sich ihr Zeug schon zusammen. Hühner musst du vielleicht zufüttern, aber Schafe und Ziegen brauchen eigentlich keine Zufütterung.
Und Kühe brauchen auch nicht unbedingt eine Zufütterung. Und Pferde brauchen auch nur eine Zufütterung, wenn was Besonderes ist. Okay, das Getreide. Glotz ist so blöd. Okay, Schweine sind nicht in der Lage, Gras zu fressen tatsächlich. Aber Gänse, Ziegen und Schafe und Pferde und Kühe können das problemlos. Roggen und Hafer brauche ich. Habe ich da noch Roggen und Hafer? Aber ich will das eigentlich nicht verschwenden jetzt dafür. Roggenkorn. Ich mache jetzt trotzdem erstmal schnell Futter. Nicht, dass die Viecher sterben. Das wäre sehr blöd. Okay, ich brauche doch bloß 5. Ach, bloß einmal Hafer und einmal. Okay, das ist okay. Einmal Haferkorn, einmal Roggenkorn. Das ist doch recht billig. Aber ich weiß noch, dass Tierfutter kaufen sehr, sehr teuer war. Ich glaube 35 das Stück oder 50 sogar. Also Tierfutter ist besser, wenn du es selber herstellen kannst. Dann stell ich das in Zukunft einfach in Masse selber her. Ja, Schnauze. Auch Schnauze. Ihr macht schön weiter. So. Oh, ist doch billiger geworden. Immerhin. Okay, Hafer und Roggen will ich noch ein bisschen anbringen. Mir geht auch die Zeit leider jetzt aus. Hab noch 7 Minuten. Ach, der Urlaub wäre so schön, wenn man nicht irgendwelche Termine hätte ständig. Das Schlimme ist für mich irgendwie auch, ich habe das Gefühl, auch wenn, nee, eigentlich ist es schon erholsam. Ich darf jetzt nicht sagen, dass es nicht erholsam ist, aber allein dadurch, dass du nicht arbeiten musst, bist du so ungebunden. Also die erste Woche habe ich tatsächlich so ein bisschen gebraucht, um dann erstmal mein Leben auf die Reihe zu kriegen, um ehrlich zu sein. Aber man kann es auch, wenn man sich dann dran gewöhnt hat. Okay, dann mache ich jetzt 1,5 Stunden das. Okay, jetzt mache ich halt 1,5 Stunden das. Du musst dich halt ein bisschen selbst organisieren, ansonsten ist es ganz okay. Wenn ich jetzt reich wäre, ich glaube, ich würde meinen Job einfach aufgeben. Also es gibt so viele Sachen, denen ich mich widmen würde am liebsten, aber die halt nicht Geld, die einem halt kein Geld bringen, leider. Das ist sehr, sehr schade. Im Grunde kann man leider doch nicht das machen, was man eigentlich möchte. Man ist immer dran gebunden, dass du Geld verdienst. Und mit vielen Sachen, die Leuten einfach nur eine Freude machen, damit verdienst du für gewöhnlich kein Geld. Ist leider so. Das geht ganz schön ins Stroh, sehe ich gerade. Okay, Roggen und Hafer geht soweit, aber Stroh, ich gehe mal auf 50 Hafer runter. Es könnte ein bisschen dauern, bis die nächste Ernte kommt. Jetzt muss ich dringend was trinken. Ich habe schon Pappmaul, wie es aussieht. Und wenn die Leute fragen, warum ich im Wasser stehe, im Fladenbrot esse und immer wieder Wasser trinke, ich frühstücke. Aber so komme ich aktuell wirklich nicht auf den grünen Zweig, weil ich immer wieder nachkaufe. Okay, läuft ja doch. Der bringt aus. Cool, ja, könnte ich euch eigentlich unterstützen. Was mit den Karotten hier los ist, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, die sind verbuggt. Ungepflügt. Ja.
Was war denn das hier? Das war die rote Beete, oder? Da freue ich mich schon drauf, wenn die endlich fertig ist, dass ich die Suppe machen kann. Warum ist der Weizen nicht reif? Ich weiß es nicht. Der hier auch. Ich vermute einfach mal, der wird plötzlich reif, wenn die Jahreszeit endet, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber ihr macht das ganz gut. Wie viel haben wir's? Ja, das könntet ihr eigentlich ganz gut schaffen. Wäre natürlich schön, wenn ihr ein bisschen effizienter arbeiten würdet, aber ich will mich mal nicht beschweren. Noch nicht. Das kommt später. Tierfutter. Es ist ja auch so, dass ich nach und nach immer mehr Sachen freischalte. Also, viel Stroh brauche ich jetzt nicht hier drin. Die ganzen. Ich könnte noch mal was herstellen. Allein dieser Kohl ist ja schon um die 2400 wert. Finde ich gut. Oh, so viel Weizen. Mache jetzt erst noch mal ein bisschen Met. Met mag ich. Verpiss dich. Ach, jetzt brauche ich einmal Ton. Okay, ich krabbel da mal in die Hand rein hier, in die Wand rein. Muss auch nicht gebrannt werden. Geht einfach so. Ton. Bleibt sogar noch übrig. Ton ist echt wertlos. Aber wenn du eine Flasche draus machen kannst, mit einmal ist das Zeug richtig wert. Flachs ist auch nicht schlecht. Kalkstein, yay! Hol ich mir nochmal Wasser und schon habe ich wieder 120 Münzen verdient. Oder 95 kriege ich ja leider nur dafür. Zweimal rühren und schon fertig. Wenn man nur die Flaschen zurückkriegen würde. Wie viele Eier habe ich denn? 6 Stück, da kann ich die Speisemeucheln hier ein bisschen wieder vertun. Ja, meckert ihr nur. Nochmal 15 Suppen. Das schmeckt und gibt Kraft. Muss einfach den Kohl loswerden. Okay, die Suppen mache ich jetzt aber noch fertig. Und dann würde ich auf die nächste Aufnahme verweisen. In 1,5 Stunden kriege ich meine Spritze. Wie toll, ich muss noch duschen, ich muss das Zeug noch abgeben. Wer kriegt genauso gern Spritzen wie ich? Ich vermute mal, ihr alle. Das Spiel macht gerade so richtig viel Spaß. So unglaublich, also wirklich so unglaublich viel Spaß. Gerade wegen diesen Aufbauelementen und allem. Das ist einfach so schön, dass sie das so hingekriegt haben. Weiß nicht, ob das einfach nur Zufall ist. Aber auch wie das aussieht. Schaut euch doch mal den Herd hier an. Einfach nur in Rost eingemauert.
Genau das ist es. Man braucht nicht die Ultra-Grafik. Okay, es wird weniger, wie viel Kohle. Der ist bei 37%. Oh, habe ich eigentlich das ganze Stroh dabei? Ja, lacht mich nur aus. Aber das Stroh will ich eigentlich nicht. Will ich gar noch wegräumen, dann beim. Oder ich mache mir einfach dann in Zukunft ein paar Strohhüte draus. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Weil ich habe ja noch 800 mal Weizen. Ach, verdammt, da brauchen wir jetzt Leingewebe dazu. Leingewebe, okay. Was? Keine Fackel. Irgendwas muss ich doch mal mit dem Stroh machen. Stroh hat doch keinen Wert, oder? 0,1. Ach, da kriege ich gar nichts für. Kann ich daraus einen Korb flechten? Also nur aus Stroh. Irgendwas, mit dem man noch Geld machen kann. Stock, 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 Stock. Nee. Ach, ich komme auf die falsche Taste, weil ich mich gerade beeilen will. Das heißt, Stroh einfach nur wirklich aufbewahren, bis man es dann doch irgendwann mal wieder braucht. Und hier kann ich wenigstens noch Taschen draus machen. Oh, ach nee, ein Eisenspeer ist ja kein. Naja, egal. Selbst die Federn sind wertvoller. Naja, immerhin. Ein bisschen was. Ja, das Ding ist ziemlich voll. Dann würde ich sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Aus Nostalgiegründen mache ich das immer noch so.